So, dann haben wir das Team. Ja, das schauen wir uns jetzt mal, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Das erste ist profitabel kalkulieren. Das ist extrem wichtig, wenn ich ein Angebot schreibe. Ihr habt diesen grünen Kringel gesehen in dem Angebot. Ja. So, wo bist du jetzt gerade? Du Ich bist habe jetzt gerade das in gemacht. Groß. Ja. So, dann habe ich neben dem, dass ich natürlich eine Buchhaltung habe und die Buchhaltung für die Kalkulation verwende, das ist die richtige Kalkulation, kann ich natürlich auch die Preise, die Einkaufspreise und so weiter im System hinterlegen. Wenn ich Handwerker habe, die sind immer so ein bisschen komisch. Ja. Die haben dann ihre Händler und die Händler sagen, diese Fliese oder was weiß ich, kostet 100 Euro. Ja. Aber der Händler selber, der Handwerker selber hat einen Rabatt. Ja, der kauft das nicht für 100 ein, der kauft das für 60 ein. Ja, verrät aber seinem Kunden nicht. Welchen Kunden auch immer, ist okay. Ja. Können wir hier intern abbilden, aber wir wissen, okay, ja, wir wissen, wir haben jetzt auf diesem Artikel eine Marge von 40. Ja. Wir können nochmal interne Kosten, die wir haben, mit draufschlagen, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt eine interne Margenkalkulation mache, müsste ich die Kosten noch mit drauf machen. Ja. Und dann komme ich auf eine Marge von 30. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Preis habe auf diese Fliese, ja, und ich rabattiere das jetzt durch, dann sehe ich relativ schnell, wenn ich die für 69 anbiete, dann wird das Ding rot, wenn ich die Preisampel aktiv habe. Ja. Dann sehe ich sofort, wo das System dann ins Minus reinläuft. Ja, aber auch das darf ich rabattieren, darf ich nicht rabattieren. Auch das ist natürlich Vertriebssteuerung. Ja. Dann noch ein wichtiger Punkt. Ich kann in den Artikeln Dokumente für den Verkauf, für den Vertrieb freigeben. Die meisten Leute fragen erstmal, was ist denn das? Ja. Wir haben Prospekte, wir haben Datenblätter. Ja. Dass jeder Vertriebler sammelt Prospekte, sammelt Datenblätter in irgendwelchen Uralt-Datenblätter, die auf letzten oder von vor 3 Jahren, die dann an Kunden rausgehen, weil er hat nichts Besseres. Ja. Prospekte, Datenblätter werden zentral gepflegt, einmal übers Artikelleistungsverzeichnis und dann greifen alle Vertriebler auf diese Kundenunterlagen einheitlich zu. Ja. Checklisten, Textbausteine hatten wir schon. Standardisierte Bearbeitung und eine einheitliche Kommunikation. Ja. Das beschleunigt unter anderem, also nicht nur sorgt nicht nur dafür, dass wir eine gleichbleibend hohe Qualität haben, sorgt nicht nur dafür, dass ein anderer Mitarbeiter einsteigen kann, wenn ein Mitarbeiter krank geworden ist. Nein, die Einarbeitung geht noch sehr viel schneller. Ja, und die Leute können zu uns einfach 3 Stunden in eine Quickschulung kommen. Ja. Wenn ich anschließend die Textbausteine bei mir in der Firma habe, dann sind sie in der Lage, das einheitlich zu bedienen. Aber ich muss mir die Zeit nehmen und das einrichten. Ja. So, Projekte, Aufgaben. Aufgaben hatten wir jetzt schon gesehen, haben wir dann, wenn mehrere Mitarbeiter beteiligt sind, haben wir die Projekte, Aufgaben, habe ich natürlich auch für mich selber. Ja. Nie wieder gelbe Zettel. Ihr habt jetzt schon gesehen, was man mit den Aufgaben und den Terminen macht, wie man die reinlegt, Chats, also Termine und Aufgaben, kann ich überall chatten und so weiter. Ich habe überall die Checklisten, ich kann Dokumente hinterlegen. Ja. So, wir haben überall die Aufgaben mit drin, selbst in den Leads mit drin, die können zuverlässig erledigen. Ich kann die Aufgaben an jemanden delegieren, ich habe die Checklisten mit drin, ich kann die Dokumente mit hinterlegen, ich habe die Chats. Ja, sodass ich nur für eine vorgangsbezogene, der Chat ist die interne, für die interne Kommunikation, ist nicht der Chat mit dem Kunden. Ja, und ich habe alles das, also wenn Michael eine Frage zu Sebastian hat, das läuft in der Regel über den Chat. Und dann ist die Information, ja, dokumentiert und die Antwort von Sebastian ist dokumentiert. Da muss man sich nichts, da kann man nichts missverstehen, das steht da einfach mit drin und es ist für alle Zeiten festgehalten. Da muss man nicht ein zweites Mal hinein oder was auch immer. Wenn man eine Nachfrage hat, kommt die Nachfrage. Ja, wenn der Kunde noch eine Nachfrage hat, dann manchmal sind die Chats zu lang. Manchmal. Ja, so, Thema monsterfreie Zeiterfassung. Vorhin hattet ihr die grünen Balken gesehen. Wie kommt das? Naja, dass die entsprechende Mitarbeiterin, die Barbara, gesagt hatte, hey, ich bin von dann bis dann da und dann auch nur ihre Anwesenheit mit abstempelt. Dafür haben wir die Stechuhr. Ja. Das ist sowieso, wird demnächst Pflicht, ist schon bereits im Gesetzgebungsverfahren. Eventuell wird das sogar noch vor der Sommerpause, wird das Gesetz sogar noch ratifiziert, dass alle Unternehmer die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erfassen müssen. Wir haben eine Stechuhr bei uns mit eingebaut. Warum? Ja, damit ich weiß, wann Mitarbeiter da ist. Da kommt die ganze Geschichte her. Ja, so die Anwesenheit, Krankheit, Urlaub, habe ich gleich alles mit. Ja. Wetterprogramm ist gestartet, falls ihr Interesse habt, da sind noch ein paar Plätze frei.